Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute haben wir hier die Degusta-Box und das ist die Juni-Version. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta-Box bekomme ich in Kooperation und ich darf auch eine Box in diesem Video verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Ich habe auch einen Code, damit bekommst du die Box ein bisschen günstiger, sodass du sie anstatt von 15,99 € für 9,99 € bekommst, jedenfalls die erste. Mit dem Code Claudi geht das. Und alles in der Infobox verlinkt. Wir haben hier bis zu 10 Food-Produkte in der Box oder bis zu 15, glaube ich, sogar drin enthalten. Ja, und ich bin sehr gespannt. Also die Degusta-Box ist eine super aufregende Foodbox, wo wir halt sowohl Klassiker drin haben, als auch so Neuheiten. Und ich habe zwar eben Abendbrot gegessen, aber ich hätte tatsächlich Bock auf einen Snack. Muss ich wirklich sagen, da hätte ich richtig Bock drauf. Ich entferne jetzt einfach mal hier so die Klappen. Und dann gönnen wir uns den ersten Blick. Wir sehen erstmal Flyer. Die Boxen müssen ja auch ein bisschen Werbung mit drin haben, ne? Ja, okay. Basilico e Limone von Barilla. Ein Pesto. Oh, vielleicht haben wir Pesto drin. Das wäre ja cool. Dann habe ich hier die Juni-Box. Sommerzeit ist das Motto. Das finde ich auch schön. Wir haben nämlich jetzt auch seit ein paar Monaten schon, das finde ich sehr cool, Mottos drin. Oder Motti? Motto? Dann habe ich hier noch ein bisschen Werbung. Und hier sind die Produkte aufgeführt. Ich schaue auch mal, ob ich dann immer schauen kann, dass ihr, ne, wenn es Alternativen gäbe, dass ich das dazu sagen kann. Und hier, also... Wow. Guckt euch das an. Bis oben hin gefüllt und das sieht einfach so ansprechend gerade aus. Breakfast Cereal habe ich hier von Lion mit drin. Das ist nicht gesund, aber es ist sicherlich super lecker. 4 Riegel sind hier drin enthalten und sowas snacke ich mir einfach mal ganz gerne, so zwischendurch. Ne? Und das sieht so aus, als hätten wir da unten dran weiße Schokolade. Gerne bin ich mit dabei und gönne mir das. Das muss ich wirklich sagen. Oh, das sieht echt gut aus. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt esse, dann habe ich hier erstmal so alles rumhängen. Dann müssen wir mal gucken. Das ist was für meinen Freund. Ich persönlich mag das nicht so gerne. Nee, Quatsch. Das ist wohl. Hier steht nur Freeze Me drauf. Ich dachte nämlich, das wäre mit Frische, also quasi mit Minze. Ist es nicht. Nein, das ist ja geil. Schoketten Limited Edition. Das ist cool. Freeze Me. Bourbon Vanille. Und dann hast du quasi Eis. Oh mein Gott. Da habe ich Bock drauf. Das ist ja eine gute Idee. Das kannte ich noch gar nicht von Schoketten. Mit Vanilleeisfüllung. Ja, die kommen gleich auf jeden Fall in den Froster. Das ist ja richtig cool. Ich dachte gerade so, ja gut, ne, ist jetzt nicht so der Hit, aber... Dann habe ich hier von Brand Knack It. Das Dünne mit Hafer, Lucky, Sesam. Sowas ist ein 1A-Frühstück oder zum Abendbrot oder so. Ne, einfach ein bisschen was... Ja, Gesünderes will ich jetzt nicht sagen, aber einfach mal so eine Brotalternative. Ne? Wenn man da einen gesunden Aufschnitt drauf macht, dann ist das okay. Oder wenn man die so isst. Ich crunch mir sowas auch ganz gerne in Müsli oder so rein, wenn ich einfach so ein bisschen mehr Biss drin haben möchte. Und das ist dann mit Lucky Sesam. Das hört sich sehr, sehr gut an. Und du kannst einen von 3 E-Rollern gewinnen. Hier läuft. Ne? Das ist auch ein schönes Produkt. Hätte es bislang Alternativen gegeben? Nein. Okay. Auch hierzu gibt es keine Alternative. Von dem 2-Sommer-Hit. Oh Gott. Mit Mango und Wassermelone. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mit Fruchtsaft und Vitaminen. Naja, man weiß nicht. Ne? 300 Gramm sind hier drin. Da läuft mir das Wasser ja direkt im Mund zusammen. Ich mag so gerne Wassermelone. Wir hatten letztens noch uns abends gemacht. Oh, einfach... Generell Melone stehe ich drauf. Ne? Wir haben Honigmelone und dann halt so Baguette mit Kräuterbutter drauf gemacht und dann so relativ so Schinken halt irgendwie, ne? Oh, Schwarzwälder gedünstet. Das war so ein Soul Food am Abend. Das hier meine ich übrigens mit Klassiker. Hier sind einfach mal Nudeln drin. Von Barilla Albronzo Lavorazione Grezza. Ich spreche das jetzt nicht aus. Das sind halt diese röhrenförmigen Nudeln. Die schauen so aus. Ja, ne? Finde ich gut. Haben wir dann hier auch Pesto oder sowas mit dabei? Das wäre natürlich cool. Dann hätten wir nämlich direkt mal so ein schnelles Mittagessen hier. Von Ruf habe ich hier... Oh Gott, ja. Oh, das mag mein Freund gar nicht. Ich mag so gerne unsere Kaltschale Erdbeere. Mein Freund mag sowas nicht. Ich liebe sowas, weil das ist so genial. Das gab es bei uns...
Als ich noch zu Hause bei meinen Eltern und mit meiner Oma und so auch gewohnt habe, hat es das bei richtig heißen Tagen mittags gegeben. Und das fand ich einfach großartig, wenn du einfach keinen Bock auf irgendwie groß was Warmes oder ein mächtiges Essen oder sowas hast, ne? Dann einfach mal eine Kaltschale. Ist das toll. Ich weiß gar nicht, ist irgendwas mit geliertem Gedönsen ist da bestimmt mit bei, weswegen das dann auch so ein bisschen dickflüssiger wird. Keine Ahnung. Verdickungsmittel ist da auch noch mit bei. Ja, ist bestimmt auch nicht das Gesündeste, aber ne? Das ist ja auch keine Gesundheitsbox. Okay, Erdinger Brauhaus Bayern helles Lagerbier. Ja, ich trinke nicht so gerne Bier, mein Freund jetzt auch nicht so sehr. Aber sowas haben wir dann einfach da, falls jemand aus der Familie mal vorbeikommt und sagt, Mensch, ich hätte gerne mal ein Bier. Wobei wir jetzt beide Geburtstag hatten, da haben wir dann noch ein paar Flaschen bei uns auch im Kühlschrank. Aber ja, ne? Hast du hier mal mit dabei, so ab und an mal eine Flasche Bier oder so. Ist okay, so. Irgendwo Alternativen. Man hätte auch eine Kaltschale mit Sauerkirsche oder mit Pfirsich-Maracuja-Geschmack haben können. Ich glaube, wir hatten damals immer Sauerkirschgeschmack zu Hause. Das ist ein Klassiker. Nee, doch nicht. Ich dachte, gibt es überhaupt noch Vanilla Coke? Ich dachte nämlich erst, wäre Vanilla Coke wegen dem goldenen Deckel. Nee, das ist Zero Sugar und Zero Koffein. Warum? Das verstehe ich nicht. Das finde ich jetzt irgendwie uncool. Zero Sugar und Zero Koffein. Aber warum möchte man eine Cola ohne Koffein haben? Vielleicht, ja gut, ist eine Kinder-Cola dann quasi, ne? Ja, finde ich jetzt nicht so berauschend, muss ich sagen. Nee, das gehört dazu. Das gehört meiner Meinung nach dazu. Und hier haben wir Pesto. Das gehört nämlich zu den Nudeln. Richtig cool. Und zwar ist das Basilico e Limone. Richtig toll. Oh Gott, das finde ich ja großartig. Das werde ich demnächst mal machen. Ich muss gestehen, in letzter Zeit, ich koche gar nicht mehr. Ich bin halt irgendwie die ganze Zeit am Arbeiten oder mache Haushalt oder kümmere mich um Julius und bin nur am Rödeln und Rotieren. Und habe auch gar nicht mehr so die Freude zum Kochen. Und deswegen macht Schatzi das halt in letzter Zeit öfters, ne? Aber wenn das dann mal so kleinere Sachen sind oder Abendbrot oder so, dann mache ich das schon, wie jetzt hier, dass ich drüber nachdenke, dann die Nudeln mit Pesto zu machen, was natürlich kein Hexenwerk ist. Aber mir fehlt halt sonst die Zeit, ne? Und ich saß dann teilweise auch bis 11 Uhr hier oben oder so. Und das war dann halt schon blöd. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so Schatzi, entweder machen wir jetzt demnächst nur noch relativ einfache Gerichte, die ich dann auch kochen würde. Oder du kochst halt jetzt einfach von jetzt an. Und da der jetzt eh Elternzeit hat, hat er gesagt, ja gut, dann koche ich halt. So. Und weil ich einfach keinen Bock drauf habe, jetzt irgendwelche aufwendigen Schnibbel- und Tralafitti-Gerichte und so weiter zu machen, bin ich ehrlich, habe ich einfach nicht den Nerv zu. Und ich habe mich jedes Mal so aufgeregt, wenn ich da in der Küche stand und hatte einfach auch nachher keinen Hunger mehr, wenn es dann auf dem Tisch war. Ne? Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich so eine typische gerade Mutti-Sein-Geschichte, weiß ich nicht. Wobei meine Mädels mir auch gesagt haben, seid ihr bekloppt, dass ihr irgendwie ständig hier so frisch kocht und so. Wie kriegst du das überhaupt hin? Ich sage, ja, mit ganz viel Zähne knirschen. Das muss auch nicht sein. Okay, hier habe ich noch was zu trinken und zwar von Fürslauer Pfirsich Lime plus Zink. Ohne Kalorien, ohne Zuckerzusatz, Zuckerersatz. Ja, das ist auf jeden Fall schön. Zink ist auch immer eine ganz gute Sache. Hätte ich jetzt sonst eher in einer Hautcreme erwartet. Im Getränk ist es interessant. Werde ich mich hier oben auf jeden Fall hinstellen, sobald wir einen Kühlschrank haben. Kann ich das nämlich dann auch schön gekühlt trinken, wenn ich hier was trinke. Ja, ist aber schön. Finde ich gut. Kieferfolgen ein. Die hatten wir doch letztes Mal auch irgendwie mit drin. Ne? Diese Cliff Bar Dinger. Mini Chocolate Macadamia. Ja, da haben die ein bisschen viel von über gehabt. Von dem Fürstlauer hätte es auch noch alternativ Ingwer, Lemon plus Koffein haben können. Da bin ich doch über mein Pfirsich-Lime ganz glücklich, muss ich sagen. Ja, ansonsten gibt es nämlich keine Alternativen zu irgendwas mehr. Und das hier ist von Thomas Henry Pink Grapefruit Premium Mixer. Vegan und glutenfrei. 10% Fruchtgehalt. Da ist aber kein Alkohol drin, ne? Das heißt, ich kann das auch so, oder ich kann ja sowieso wieder, ne? Aber man kann das wieder so trinken. Finde ich gut, ne? Finde ich auch schön. Das ist ein schönes Fläschchen, 200 Milliliter. Ja, und das wäre jetzt einmal der Inhalt der Box gewesen. Ich habe jetzt nicht snacken können oder so. Das tut mir leid. Ich hätte gerne irgendwie, super
auf ein Milchbrötchen oder sogar. Keine Ahnung, das wäre irgendwie so mein Nap gewesen. Aber also super viel, was wir auch behalten, wo die Schoketten dann auch gleich in Froster kommen. Und oh, die Bonbons, darauf freue ich mich auch. Oh, nom. Was das mit der Cola soll, verstehe ich nicht. No Sugar, no Koffein. Ist für mich irgendwie ohne Sinn. Aber gut, ja, dann hat man halt wenigstens den Geschmack, ne? So, ihr Lieben, denkt auf jeden Fall dran, es gibt hier eine Box zu gewinnen. Und mit meinem Code könnt ihr, wenn ihr die neu abonnieren wollen möchtet, auch ein bisschen was sparen. Und ja, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!